Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder unterwegs und wie ihr seht, bin ich zu Fronius gefahren. Fronius kennt ihr, weil mein Wechselrichter von Fronius ist. Und auch im letzten Video hatte ich schon mal angedeutet, dass wir eine Kooperation haben. Fronius hat mich eingeladen, weil mich hat mal interessiert, wie geht es eigentlich der Solarindustrie im Moment zu Zeiten von Corona. Wie ihr ja wisst, mir geht es zum Beispiel nicht so gut, weil ich mache normalerweise Veranstaltungen, moderiere oder bin auf Messen. Und die gibt es alle nicht, die Veranstaltungen und Messen. Andere Bereiche wie Hotellerie oder Tourismus geht es auch an den Kragen. Bestimmte Marktsegmente haben Lieferschwierigkeiten. Deswegen wollte ich mal wissen, wie geht es der Solarindustrie? Denkt noch jemand darüber nach, sich Solaranlagen aufs Dach zu schrauben? Und deswegen habe ich hier einen guten Ansprechpartner, den ich gleich treffen werde, nämlich den Herrn Winter. Aber hier darf ich euch erstmal den Tim Dietrich vorstellen. Der ist für Marketing zuständig bei Fronius. Hallo auch von meiner Seite. Und der hat mir vor allem eins mal gleich gemacht, nämlich mein Auto angeschlossen. Hier gibt es nämlich extra für die Mitarbeiter selbstverständlich eine nebenbei Hardy Bar Wallbox. Und der Strom davon kommt da hinten, könnt ihr vielleicht sehen, von diesen etwas größeren Solarflächen. Heute wird nicht ganz so viel Strom dort produziert, denn wie ihr unschwer erkennen könnt, ist heute Regen angesagt. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal ganz schnell rein. Ich bin hier gerade noch in den Schulungsraum reingeführt worden und habe was entdeckt. Beziehungsweise ist mir gezeigt worden, dass ist das Teil, was ich im Juni bekomme. Das ist der Gen 24, dieser neue Hybrid-Wechselrichter mit Notstrom und Speicheranschluss, was ich euch ja dann alles noch ausführlicher erkläre. Ich habe mich jetzt echt gewundert, wie der aussieht. Innen sieht er übrigens so aus. Großer Ventilator. Okay. Bin sehr gespannt, was da im Juni auf mich zukommt. Aber jetzt erstmal Interview. Ja, hallo Herr Winter, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Sie sind bei Fronius. Fronius kenne ich vor allem, weil das auf meinem Wechselrichter draufsteht. Können Sie mir kurz was zu Fronius sagen? Es hat alles angefangen 1945. Der Günther Fronius war Kriegsflüchtling und ist in Oberösterreich gelandet und hat dort in einer Holzbaracke angefangen, Elektrogeräte zu reparieren. Sachen, die nicht mehr repariert werden konnten, hat er ausgeschlachtet, hat daraus neue Sachen gebaut. Und hat damals angefangen, aus diesen Restkomponenten Batterieladegeräte zu bauen. Und da hat er auch direkt vor seiner Haustür auch gleich Leute gefunden, die es gut gebrauchen konnten, weil Batterien, die ziemlich runter waren, gab es wohl schon allerhand, aber wenig Möglichkeiten, die aufzuladen. Und so die ersten Ladegeräte für so eine Autobatterie, die waren ja, so breit, so ein knappen Meter hoch, so sahen die aus. Heutzutage bauen wir Ladegeräte, die das Gleiche können und mehr. Die sind nicht mal so groß wie meine Faust. Das heißt, es ist ein deutsches, österreichisches Unternehmen, ganz genau. Also, weil es ist ja international, gibt es überall, aber es kommt tatsächlich hier von... Und wir sitzen auch heute noch in Österreich, wir fertigen in Österreich, wir entwickeln in Österreich. Und was ist Ihre Aufgabe bei Fronius? Ich leite den Bereich der Solar Energy in der deutschen Tochter, der Fronius Deutschland GmbH. Mhm. Leiten den Bereich, was heißt das genau? Wir haben hier Marketing, wir haben Vertrieb, wir haben Tech-Support, also alle marktbezogenen Prozesse und die leite ich hier. Jetzt sind Sie nicht seit 1945 hier, aber schon ziemlich lange, wie ich recherchieren konnte. Genau. Seit dem 1. April 2001. 2001? 2001. Gab es da schon Solarenergie? Ja, Fronius hat interessanterweise mit der Solarenergie 1992 angefangen. Okay. Und interessanterweise deswegen, weil in dem Jahr gab es auf dem Techniksymposium in Staffelstein einen Vortrag, der zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich nicht lohnt, extra für Solar eigenständige Solarwechselrichter zu bauen. Also genau in dem Jahr hat sich Fronius entschieden, Solarwechselrichter, das ist ein interessanter Bereich, da fangen wir mal an. Okay, also aufs falsche Pferd gesetzt, was dann doch das Richtige war. Also. Ja, genau. Jetzt sind wir 2020 ziemlich viel weiter und sagen wir mal, bis vor 2 Monaten hätte ich gedacht, das ist jetzt total ja, auf dem Vormarsch. Ich habe ja auch mit meinem Kanal viel Resonanz, viele Leute fragen, wie macht man das? Jetzt haben wir Corona, das bringt viele Wirtschaftsbereiche zum Erliegen. Es gibt Probleme in der Lieferkette und so weiter. Wie sieht es denn in der Solarindustrie aus? Also vor dem Hintergrund, dass die Situation wirklich nicht einfach ist, schlägt sich die Branche unglaublich gut. Mhm. Ich glaube auch, dass die Branche sehr geübt darin ist, schnell Lösungen zu finden. Das gilt über alle Bereiche. Wenn Sie sich bei uns hier im Gebäude umschauen, gibt es ganz, ganz viele leere Räume hier im Moment. Ja, also wir sind stark digitalisiert. Wir haben also sehr, sehr viel erfolgreich umverlagern können auf Homeoffice.
Wir haben alle möglichen Prozesse so organisiert, dass wir diese Abstandsregel mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter durchgängig umsetzen können. Das Gleiche haben die Kollegen in Österreich gemacht in der Fertigung. Da ist der Schwierigkeitsgrad um einiges höher. Natürlich hakt die Lieferkette momentan hier und da. Es fehlt mal ein Bauteil, das kommt 2 Wochen später. Aber da gilt es dann, Lösungen zu finden. Und es überrascht ja momentan auch niemanden, wenn sowas passiert. Ist die Nachfrage irgendwie geringer geworden? Sind die Leute vorsichtig oder denken sie sich erst recht jetzt Notstrom ins Haus? Ja, eher Letzteres. Ja. Also wahrscheinlich macht das auch eine Krise aus, dass man einfach schaut, okay, wie sicher ist denn mein Haus? Wie sicher ist mein Leben? Wie gut ist meine Familie versorgt? Was kann ich wirklich selbst machen? Was habe ich selbst im Griff? Und dann steigt genau für solche Lösungen das Interesse. Und wenn dann der Endkunde sich dafür interessiert, dann stellt er auch noch fest, sogar billiger als das, was er vorher hatte. Na. Also im Moment auch eine ordentliche Nachfrage. Es gibt momentan wirklich eine gute Nachfrage. Und was mich sehr, sehr freut, ist, es gibt immer mehr Nachfrage, nicht nur Strom erneuerbar zu machen, sondern auch wirklich in Richtung Mobilität und Wärme zu gehen. Weil letztendlich, wenn wir den Klimawandel verhindern wollen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann können wir nicht beim Thema Strom stehen bleiben. Sie sind ja eine Geschäftsführung von Fronius Deutschland für Solar. Wohin geht's denn gerade? Was sind so die Sachen, an denen gerade getüftelt wird? Also klar, den Gen 24, den gibt es im Juni, aber den gibt es ja schon. Wohin geht da die Reise? Der große Trend ist auch das, was momentan schon wirklich passiert ist, dass auch Kunden nicht mehr nur nach einer Solaranlage gucken, sondern das, worum es geht, ist, ich mache das Haus erneuerbar. Und zwar komplett. Das Haus? Das Haus. Also ich denke auch an Wärme. Wo kriege ich mein Warmwasser her? Wie läuft das mit der Heizung? Dann auch mit dem Strom. Was kann ich, was momentan mit fossilen Energien passiert, elektrifizieren? Mhm. Ja, weil elektrisch ist es am einfachsten, mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Man kann auch mit Solarthermie zum Beispiel Wärme erzeugen. Strom hat den unglaublichen Vorteil, sehr flexibel zu sein. Mit Strom kann man sehr, sehr viele Lösungen bauen. Wir haben ja jetzt gerade der Photovoltaikdeckel und alles, da geht es ja mal um Einspeisung und zentrale Stromversorgung. Geht es bei den Zukunftsgedanken ja darum, wie jeder sein eigenes Haus mit Energie versorgt, also dezentrale Versorgung? Ich glaube, man muss das im Großen denken. Und natürlich guckt man erstmal, dass man den Strom im eigenen Haus verwendet und optimiert dort die Energie, auch gerade was die fossilen angeht. Also will heißen, wenn ich meine eigene Photovoltaikanlage habe und ich habe mehr Strom gerade, als ich jetzt für meinen Strombedarf brauche, dann ersetze ich doch lieber erstmal ein bisschen Öl und erzeuge die Wärme, die ich noch brauche, fürs Duschen und so weiter. Den Überschuss darüber hinaus kann man dann im Netz bereitstellen. Mittelfristig kann ich mir auch gut vorstellen, dass das abgestimmt funktioniert. Dass man zum Beispiel dem Netz anbietet, schau, liebes Netz, ich habe hier einen Speicher. Wenn gerade im Herbst Windstrom übrig ist, ich kann was aufnehmen. Im Moment ist das alles nicht ganz so einfach, weil wenn ich jetzt einen Windstrom bei mir in meine Batterie einlade, wo ich im Sommer auch Solarstrom reinlade, dann weiß man sozusagen nicht, ist jetzt gerade Windstrom in der Batterie oder Solarstrom in der Batterie. Und falls davon was ins Netz gehen sollte, was dann nämlich nicht darf, dann habe ich nämlich ein Problem mit der Kennzeichnungspflicht. Aber das sind Bürokratiehürden, die in Deutschland einfach künstlich momentan aufgebaut sind. Wenn wir eine höhere Integration wollen, dann werden wir die auch wieder abbauen. Aber da lässt sich viel machen. Haben wir mehr technische Probleme oder haben wir mehr politische Probleme? Wir haben vor allem administrative Probleme, ja. Es wäre einiges deutlich leichter möglich. Dann auch günstiger, weil verschiedene Sachen, die momentan aufwendig gemessen und einzeln gemessen werden müssen, dann gar nicht mehr notwendig wären, so genau aufzudröseln. Da wäre ein Riesenfortschritt, wenn man sich überlegt, okay, muss man überall die gleichen Regularien aufsetzen? Also wenn es um eine Megawattanlage geht, 5 Megawatt irgendwas Großes, dann sollten schon andere Größenordnungen gelten, als wenn wir von einer 5 oder einer 10 Kilowattanlage sprechen. Und ich glaube, wenn man Bagatellregelungen finden würde, wo man einfach mit Pauschalen arbeitet, dann würde sich einiges vereinfachen. Vielleicht zum Schluss, Corona, wir wissen nicht, wie lange es noch geht, wie lange hier die Räume noch leer sein werden, wie lange wir noch auf Abstand sitzen. Das kann noch Wochen, aber auch noch Monate gehen. Also jetzt für den Veranstaltungsbereich rechne ich mal mit Monaten. Gibt es irgendwas Positives, was Sie aus dieser Zeit mitnehmen? Also was man ja wirklich gesehen hat, ist, was ein Land leisten kann, wenn alle am selben Strick ziehen.
Wenn wir das als Willen und auch Veränderungswille oder Tatkraftwille mitnehmen, auch für das ganze Thema Klimawandel, Energiewende, dann ist viel möglich. Und der Professor Schellenhuber, das ist der Leiter des Klimafolgeninstituts in Potsdam, der hat letztens in einem Interview sehr, sehr gut formuliert, momentan bleiben die Kinder zu Hause, um die Großeltern zu schützen und bringen da das Opfer. Und der nächste Schritt ist eigentlich, dass wir dann auch den anderen sagen, denjenigen, die in meinem Alter sind und darüber hinaus, wenn wir CO2 eindämmen, dann schützen wir das Leben unserer Kinder und Enkel. Und Sie hatten ja selber letzten Sommer, glaube ich, den Film auf YouTube mit Volker Quaschning, dem Professor Quaschning. Und Sie hatten ihn, glaube ich, gefragt, ob er Angst hat vor irgendwas. Ja. Und er sagte, er hat eigentlich keine Angst. Er hat eigentlich eher Angst so um seine Kinder, weil der Klimawandel wird zu Verteilungskämpfen führen. Das ist genau das, worum es geht. Wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Leben unserer Kinder machen. Ob wir das, was wir bisher gemacht haben wollen, oder ob wir vielleicht doch wieder auch hier an einem Strick ziehen und richtig was bewegen. Und ich glaube, das können wir. Da kann man nicht mehr viel hinzufügen. Vielen Dank, Herr Winter. Toller Name für jemanden in der Solarbranche. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert, was für Themen euch sonst interessieren und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Diesel Date.